Hallo und herzlich willkommen hier bei Mars 90. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, irgendwie prasseln ja fast täglich neue News auf uns ein wegen Patch 9.15 und vor allem Dinge, wo die Entwickler und Blizzard, World of Warcraft, ja, Sachen für uns tun, was die Community schon lange gefordert hat. Kommen wir zum nächsten. Und zwar das AOE-Cap wird teilweise entfernt mit 9.15. Und zwar das AOE-Cap ist folgendes. Es gibt gewisse Angriffe, die nur so und so vielen Zielen in der Umgebung Schaden zufügen können. Und ab gewissen Gegnern werden einfach nicht noch weitere Gegner angegriffen. Das ist das AOE-Cap, das kam Ende BFA bzw. Shadowlands. Zum Beispiel hier auf anhand des Demon Hunters ist es der Klingentanz. Der Klingentanz ging früher auf alle möglichen Gegner, aber eben jetzt mit Shadowlands ist er auf 5 Gegner gecapped. Darunter haben wir mehrere Klassen bzw. mehrere Specs, die eben dieses Cap bekommen haben. Und das soll jetzt mit 9.15 wieder verändert werden. Und zwar will Blizzard dahin gehen, dass die Caps zwar weggehen, also man wieder mehr Ziele trifft als 5, aber eben ab 5 oder 6 Zielen macht die Fähigkeit an den darüber hinaus liegenden Zielen weniger Schaden. Solche Sachen haben wir schon im Spiel an manchen Fähigkeiten, wo trotzdem alle gefunden werden, alle angegriffen werden können über 5 Ziele hinaus, aber der Schaden sich dann reduziert. Im Nachfolgen möchte ich euch erstmal sagen, welche Klassen bzw. Angriffe davon betroffen sind. Und zwar vom Death Knight, der Sacrificial Pact, dann die Necrolord-Fähigkeit, dann die Reanimated Chandler, das ist die Rune, also eine Legendary-Fähigkeit. Bei Blut ist es Consumption und Bone Storm. Bei Frost ist es Frostguide, ein Talent. Bei Unholy ist es Bursting Soros. Dann haben wir den Dämonenjäger, und zwar einmal der Klingentanz, der Blade Dance und die Fellbearage, also das Talent wird weggenommen. Dann bei Vengeance ist der Soul Cleave und die Spirit Bomb. Dann haben wir den Druiden mit Swipe und den Feral mit Brutal Slash, den Hunter mit Soulforge Embers, den Beastmaster mit Beastclave, Multishot und Barrage, den Marksmanship mit Multishot, Barrage und Explosivshot, den Survivor mit Carve und Bludgery. Beim Magier haben wir beim Arcan einmal Arcane Echo, dann beim Frost Frozen Orb und Glacial Fragments. Das ist das Legendary zu der gefrorenen Kugel beim Frostmagier. Dann beim Monge Braumeister haben wir Rushing Jadewind. Beim Windwalker haben wir Fists of Fury und auch den Jadewind. Beim Paladin ist es nur der göttliche Sturm, beim Retri. Beim Schurken ist es beim Assa, das Fan of Knives und Crimson Tempest. Beim Subtlety Shurk haben wir Black Powder, Shuriken Storm und Secret Techniques. Beim Schaman, beim Elementarschaman haben wir Storm Elemental. Beim Warlock haben wir unter Dämonologie den Felguard Fellstorm, also von der Teufelswache. Beim Krieger haben wir einmal den Wirbelwind generell, der wird bei allen halt runtergenommen, das Target. Bei Arms haben wir Bladestorm, Cleave, Ravager, Dreadnought. Beim Fury den Bladestorm auch und bei Protection Ravager. Das waren so die Klassen oder beziehungsweise die Specs, deren Fähigkeiten, wo das AOE-Cap runtergenommen wird und dahingehend überarbeitet wird, dass eben mehr Ziele als 5 bzw. 6 getroffen werden, aber eben nach diesen 5, 6 getroffenen Zielen wird es runtergegangen sein. Da hier in letzter Zeit auch immer sehr, sehr, sehr viel an 9.15 täglich kommt, werde ich jetzt die Tage wieder ein 9.15 Video machen und einmal alles nochmal zusammengefasst machen. Also auf jeden Fall Abo-Knopf nicht vergessen und reinliken in das Video. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesen Änderungen. Würde ich gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Servus und Ade.